Moinsen zusammen und herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt im zweiten Abschnitt von BAF. Und ja, mal gucken, wie die Gruppe so ist. Das ist meine erste Aufnahme, die anderen, da kam ich noch nicht rein. Aber gut, drei Bosse machen wir jetzt mal fix und kloppen da schnell durch und holen unsere ersten Fragmente, wie die auch immer heißen, für die Tafeln auf jeden Fall. Wir brauchen insgesamt, glaube ich, 900 Stück. 900 Stück, das ist schon heftig. Ist schon eine Hausnummer und das zieht sich auch. Deshalb, das Projekt wird definitiv 4 Wochen gehen. Oder, ach, jetzt erzähle ich das. Das habe ich wahrscheinlich schon im ersten Part erzählt. Da vergesse ich immer wieder, ne? Dadurch, dass ich das ja das erste Mal, oder dass der erste Part so gesehen ist, den ich jetzt gerade aufnehme. Aber den ich als zweites zeigen werde. Also halte ich jetzt den Mund darüber, wie das alles abläuft. Das erzähle ich euch sowieso schon im ersten Part. Oder habe ich euch erzählt, ne? Déjà vu, déjà vu. Oh. Französische Frau. Manapara. So. Wir müssen hier runter, ne? Du kommst sowieso. Ach, okay, wir pullen alle. Njong. Ach, geil. Es geht gut durch. Wir können ja mal gucken, was wir so für Leute mit haben. Raid Inspektion. So, wir haben... Ich glaube, das ist nur nicht richtig geladen, oder? Ja, jetzt kommt er. 686, 700er, 693, 695. Ja, die machen halt wirklich alle ihren Ring. Oh, ja, können wir ja runterspringen. Ist kein Problem. Nope. Kein Schaden. Geil. Oh. Ah, hast es noch hingekriegt, Digga. Ich dachte, er fährt schon hoch. Gut. Nö. Scheint gut ausgeglichen zu sein zwischen 600 und 700ern. Von daher passt das ja soweit alles. Im LFR schlimmer Boss, aber nur der Start, weil die meisten nicht abwarten, bis alle drinne sind. Sobald einer, also der Bossfight startet und einer kommt nach und steht hier, resettet dieser mega dämliche Boss. Spuck in die Hände und reparier den Staatsarzt. Diese Fuhre wird wohl ein paar Unreinheiten haben. Ah, ich habe das so abgefeiert, diese Stimmen, ja, dieser Dialekt einfach nur richtig nice. Aber jetzt auch zu oft drin gewesen, schade eigentlich, ne? Aber was Mutter und Mut, willst du ja auch dein Gear haben, ne? Oh, ich weiß nicht. Bam, bam, wir ballern hier richtig schön durch. Vorher brauchen wir nicht rausgehen, ne? Heiler heilen uns. Oh, ich bin froh, als Tank mal nicht oben zu stehen. Im Damage. Ist doch was Feines. Ich mache mir halt immer Sorgen, wenn ich als Tank im Damage-Meter oben bin. Ganz besonders bei Bossfights, was eigentlich nicht drin vorkommen wird. Außer jetzt mal zum Leveln, ne? Das hat man ja im Livestream. Wenn ich da als Tank mitgehe, dann kann es passieren, dass ich auch bei Bossfights oben bin. So, jetzt kommt alle rein. Alle rein, zieht die mal rein. Habe ich Lead? Knochen malig so. Zu Staub. Los geht's. Ah, das hat der Priester, ja. Der Priester hat das schon mitgekriegt, ne? Das, was ich gesagt habe, ne? Das ist immer schön. Das freut mich auch immer. So ist. Bin ich Techie? Ja. Alles klar. Bam. Wenn dann mir doch mal ein paar Leute zuhören und dafür gibt es ja hier bei. Oh Gott, wie heißt es denn? Die Raid-Warnung. Richtig gut. So, du ballerst mir jetzt den Typen auf den Kopf. Ganz einfache Mechanik. Einer von den beiden nimmt den Tank hoch. Der Tank wird auf den anderen Tank geballert. Und man kriegt ordentlich Damage rein. Das heißt, in dieser Phase sollte man wenigstens ansprechen, dass man hochgenommen wurde. Ja, nicht stumpf einfach dastehen und nichts sagen. Damit der erstens der andere Tank sich was zünden kann. Und dass die Heiler jetzt aufmerksam werden. Oh shit, ich sollte doch mal was tun. Ne? Relativ simple Mechanik. So, er hat mich jetzt.
und schmeißt mich runter und es geht weiter. So, des Weiteren habt ihr schon gesehen, es gibt verschiedenste Arten von Platten. Einmal die, die auf dem Laufband rumfahren und einmal die, die hier ja, runtergeballert werden. Die Stanzer. Die Stanzer, ja. Und er jumpt hier halt mal ein bisschen hin und her. Wenn es ein bisschen geordnet ist, kann man das sogar so handhaben, dass die Leute, die markiert sind, voll geil, jetzt kommt's, aus der Gruppe rauslaufen können und die Gruppe keinen Schaden kriegt. Geil, ne? Hier im LFR ist das natürlich alles wieder was anderes. Interessiert es keine Sau. Ich mache hier, was ich will. Hast ja eben gesehen, oder ihr habt ja eben gesehen, die beiden da oben, die standen hier wahrscheinlich einfach nur AFK rum, die haben keinen Bock. Die laufen nur mit. Essen nebenbei. Ich habe mein Essen extra weggestellt, Mann. Steht da, voll lecker. Aber ich habe einen Invite gekriegt, wo ich eigentlich nicht mit drauf gerechnet hatte, so schnell einen Invite zu bekommen, sagen wir es mal so. So, ich will auch tanken. Gib mir mal ab. Interessiert mich jetzt nicht. Ich will auch ein bisschen Damage abkriegen. So, nice. Ich weiß nicht, ob das Tanky sein, ein bisschen auch Sadomaso-mäßig angehaucht sein soll. Also ich stehe nicht drauf. Ne? Nur mal so als Info für die Leute, die da sowas wissen möchten. So, jetzt bin ich. Ich rein raus hier. Da springt er rauf. Fertig. Aus die Maus. Bam. Oh nein, ich hab nur einen. Egal, ist ja nur LFR. Dann spare ich mir die auf, falls ich mal hier... Ach, guck mal an. So, dann gib mir doch meine... Ja, da ist sie. So, ist die gut? 6,55? Nö, ist ja doof. So, wir haben 13 Stück schon. Nice. Nice. Geil. Man sieht ja meine Augen, Alter. Heavy. Digga, heavy. Da muss ich ja aufpassen. So. Gut, der erste Boss. Relativ einfach. Nichts Großartiges, ne? Der nächste Boss war schon ein bisschen haariger. Weil, ja, mehr Mechaniken, mehr Laufen. Puh, mit Randoms, nicht im TS. Verkackens. Also, ja, wie immer. Nicht, dass wir auch nicht verkackt hätten, aber im TS kann man halt mehr agieren. Mehr, man ist halt mehr, ja, flexibler, nenne ich es mal. Wenn einer das verkackt, dann kann man ihn noch drauf ansprechen. Hey, nein, doch nicht dahin. So. Raus hier. Und kann ihn darauf hinweisen, dass er diesen Fehler nicht noch einmal macht. Bei Randoms kann man da sich nicht so sicher sein. Da wird es immer passieren. Und dass er auch das zweite Mal und das dritte Mal diesen gleichen Fehler machen. Auch wenn sie schreiben, dass sie nie den gleichen Fehler zweimal machen. Haha. Am Arsch. Ach, wir hatten so lustige Randoms teilweise. Desorientiert. Bam. AOE Damage. Yeah. Wo stehen wir eigentlich? Ganz unten bestimmt. Ja, 16. Platz. Alles gut. Alles gut. Mit dem Gear will ich auch nicht oben stehen. Das wäre dann sehr, sehr traurig. Ich glaube, ich bin einer der unterequiptesten. 6. Wieso habe ich nur 6,36? Was ist passiert? Hä? Was ist passiert? Wieso habe ich nur 6,36 angelegt? Das verstehe ich nicht. Das muss ich jetzt mal schnell nachgucken. Nö, das ist alles niedriger als das, was ich jetzt habe. Hä? Mein Ring, Alter. Fuck. Oh, wir sind im Fight. Nein. Oh, ich bin so schlecht. Shit. Ja. Haha. Ich glaube, das schneide ich raus. Scheiße. Oh, der kommt ja nicht automatisch ja rein. Oh, lol. Oh, Nutang. Oh. So, das ist normaler Random. Weißt du? So, solche Leute kriegen wir auch als Randoms. Und ich beschwere mich hier, weißt du? Und dabei bin ich selber. Oh, wie behindert. Oh, nee. Wir sind auf 6,80 genau. Nice. Stehe ich. Oh.
So, ihr wisst ja, Allergiekacke. So. Sind alle drinne? Gut. Okay. Wir beginnen mit Ariok, Agnor. Ariok. Muss kaputt gemacht werden. Ich nehme den mir mal zur Brust. Danach geht es erst richtig los mit der Ollen. Denn die hat miese Fähigkeiten. So, der ist jetzt down. Da sehen wir es jetzt. Da ist ein Schwert. Ist halt mies, weil in dieser Fläche kann jetzt keiner mehr stehen. Also die Fläche wurde uns weggenommen. Des Weiteren haut die solche Feuerstrahlen auf gewisse Personen. Die werden fixiert. Oh, jetzt warte kurz. Hier hinten, da, der Hunter hat Abschreckung an. Der Komet kommt. Alles gut. Normalerweise ist es aber so, dass man hier reinlaufen muss ins Melee Camp. Der Schaden wird aufgeteilt und dann ist auch alles gut, ja? Alles gut. So, hier er hier. Du Hexer kann sich das auch erlauben. Bam. Und das war es erstmal soweit in der Grundfähigkeiten. Jetzt kommt eine Fähigkeit. Sie castet die Wölfe. Jetzt kommen zwei Wölfe, eins fürs Range Camp, eins fürs Melee Camp. Der große Wolf bleibt bei den Milis hier. Den nehme ich jetzt. Den tank ich jetzt mal kurz. Der wird weggeballert. Sie sollten eigentlich relativ gleichzeitig fallen, weil, jetzt kommt's, wenn es nicht passiert, kommen die wieder. Und stehen die wieder auf. Und das wird auch so passieren. Wahrscheinlich im LFR nicht. Okay. Ich habe nichts gesagt. Aber in NHC definitiv. Also, ich will tanken. Jetzt gib mir den Tank, Mann. So, mal gucken, ob wir die zweite Fähigkeit sehen. Es gibt nämlich hier so ein. Das ist es, Feuersturm. Gewisse Leute bekommen einen Debuff. Die sollten nicht reinlaufen. Und die anderen treffen sich hier vorne, kuscheln ein bisschen, kloppen den Boss weg. Fertig ist die Sache. Das war's. Das ganze Prozedere. Tankwechsel natürlich bei den Wölfen. Man kriegt bestimmte Stacks ab. Zwei Stacks, das war's. Wirklich. Und ja, wir haben einen Folianten gekriegt. Nice. Das meine ich dann auch. Dann wird der Tank ein Tankwechsel stattfinden. Oder es sollte ein Tankwechsel stattfinden. Denn ja, das ist schon haarig. So, die nehmen wir gleich mal, die unsere Rune. Vielleicht machen wir dann ja doch ein bisschen Schaden. Und wir sind schon mal 26. Yeah. Nice, Mann. Wir sind ja richtig schnell. So. Gut, kloppen wir die jetzt weg. Jetzt kommt der letzte Boss für diesen Part. So. Kurz mal fix durch hier. Wundervoller Boss. Kromrock, kommt, nee, Kromok. So, nee, Kromrock ist ne, Kromok. Kromrock ist nämlich bei einer Höllenfeuer-Zitadelle. So, ihr Hübschen. Meistens stellen sich alle hier hin. Die Ranges. Ja. Da vorne, wo unser Charmy jetzt steht, da treffen sich die DDs und die Tanks. Cruisen hier ein bisschen rum und kloppen den weg. Jawohl, es geht los. Nice, Attacke. An sich keine großen Schwierigkeiten. Der Boss, die Tanks bleiben ein bisschen zusammen stehen. Steinatem kommt regelmäßig. Ist eine regelmäßige Attacke, die er macht. Zerschmettern sollten die Tanks rauslaufen. Der Schaden wird umso weniger, umso weiter man weg ist. Der andere dachte sich, scheiß drauf, ne? So, Wellenschlag, super geil, er hämmert drauf und es geht nach hinten. Jetzt sehen wir hier schön die Hände. Ich gehe mal hier hin, zweimal die Hände kommen. Die klatschen jetzt zusammen, die klatschen keinen Beifall, sondern das tut richtig weh. Wir laufen wieder weg. Wir machen nämlich die Mechaniken, ist mir egal, ob ich als Schisser bezeichnet werde, es wird so sein. Gut, das war's. Jetzt kommen wir in die Runenphase. Wir sollten alle geknubbelt ein bisschen stehen. Jeder sucht sich eine Rune raus. Der Erste, der drin steht, bekommt die auch. Ja, haben wir ausgetestet. Ist wirklich so. Das heißt, wer nicht drin ist, sagt, kann nicht sagen, du hast mir meine Rune weggenommen. Der hat es einfach verkackt.
Denn jetzt kommt dieses Schmettern. Man sollte nicht rausgehen, bevor das Schmettern zu Ende ist. Und ran wieder an die Sache. So, wir haben einen Hunter verloren. Einen Heiler verloren. Tor. Aufpassen, ne? Zerschmettern, castet, bam, wieder hin. Lay. Voll einfach. So, wir zünden mal ein bisschen was. Wir können hier auch mal ein paar Kreise hier, ein paar Kugelchen einsammeln. So, wir haben zwei Stapel. Normalerweise findet jetzt ein Tankwechsel statt. Und ansonsten läuft das. So. Ja, super. Unsere Tracy hat die Agro genommen. Das passt doch. Geil. Wir sehen jetzt hier nochmal die klatschenden Beifallhände. Bats. Nice. So, jetzt bin ich mal nicht rausgegangen. Wir haben es gesehen. Haut doch ordentlich Schaden rein. Wenn man nicht aufpasst. So, Wellenschlag. Alles klar, wir waren weg. Gut. Steinarten passiert immer. Und dann müssten wir den jetzt gleich legen. Ohne großartige Probleme. Jetzt zerschmettern, rauslaufen. Bam, kein Schaden. Wie kommt das bloß? Hütet euch. So, Wellenschlag. Überlebt er nicht mehr. Nice, wir haben ihn besiegt. Geil! So, letzter Boss. Und ich krieg schon für die Erzraffinerie. Das ist, glaube ich, der erste Part. Ey, ich will den Boss looten, Mann. Jetzt, da, 4. Geil. Passiert hier nichts. So, nice. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part.